Hallo Leute, herzlich willkommen am Wasser. Damit ein Gummifisch vernünftig läuft, sollte er auch vernünftig auf den Jighaken gezogen sein und nicht krumm und schief bananenförmig. Und wie das funktioniert, schauen wir uns kurz an. Wählt die Größe bzw. die Länge des Jighakens so, dass der Haken nach dem Aufziehen ungefähr im ersten Drittel des Gummifisches sitzt. Den Punkt markiert ihr euch einfach mit der Hakenspitze. Achtet darauf, dass ihr den Gummifisch beim Aufziehen wirklich ganz, ganz gerade haltet. Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und das war's auch schon. So sollte es sein, so sitzt der Haken perfekt. Wenn ihr ans Wasser geht zum Angeln mit Gummifischen, wünschen wir euch natürlich viel Spaß und viele schöne Fische.